Hallo in die Runde. Ich wollte einfach mal so ein kleines Tutorial geben bezüglich Taktik in der Gilden, den Gildengefechten. Und dazu habe ich hier diese Gildengefechtskarte geöffnet. Vorneweg, ich bin Chris Nain, ich bin einer der Gildenleiter in der Gilde New Horizons. Und wir spielen aktuell in der Platin-Liga, sind aber in die Diamantgruppe mit reingerutscht, da unsere Gruppe ein Diamant-Liga-Mitglied hat, und zwar Krieger Baldurs, und dementsprechend wird die Gruppe aufgefüllt mit vier weiteren Platin-Gilden, die dann eben auch in der Diamantliga spielen können. Vorteil einer Diamantliga ist natürlich, dass es hier pro gewonnenem Kampf, Sieg, eine Chance darauf gibt, 10 Forge-Punkte und 25 Diamanten zu bekommen. Der Rest ist, glaube ich, ungefähr gleich. Worum es gehen soll, ist eigentlich Taktik. Nochmal ganz kurz zur Einführung: die wichtigsten Sachen im Hut hier in der in den Gildengefechten. Dieses aktuelle Gildengefecht läuft noch 10 Stunden. Ist also bald um. Hier gibt es nicht mehr viel zu schaffen. Wir siegen gerade mit 151.000 Siegpunkten auf Platz 4 von 5. Da wird sich auch nicht mehr groß was ändern. Und ich habe aktuell 35 Zermürbungspunkte. Und das ergibt den folgenden Angriffsmalus und Verhandlungsmultiplikator. Themen, die ich ansprechen möchte, sind einerseits Handeln, dann das Zurücksetzen der Zermürbung, das Minimieren der Zermürbung, das Sektoren erobern kurz vor der vollen Stunde, das Sektoren abtrennen, das Auswechseln gegnerischer Einheiten, die Positionierung von gegnerischen Einheiten und den Einsatz von Diamanten. Also, wenn wir mal zum Handeln kommen, als erstes Thema. Es empfiehlt sich aus meiner Sicht, immer am Anfang eines neuen Tages die ersten Begegnungen zu handeln. Denn Handeln bringt statt nur einem Fortschrittspunkt in einem Kampf, also hier sind wir ja aktuell bei 134 von 160, zwei Fortschrittspunkte. Also 136 von 160 würde das jetzt ergeben, wenn ich den Handel erfolgreich abschließen würde. Wenn ich nur einen Sieg mit Angriff erfolgreich abschließe, gibt es nur einen Fortschrittspunkt, also 135 von 160. Das bei einer Zermürbungsstufe von 0 bis 7 noch recht günstig ist, also am Anfang sind es nur ein Gut pro Verhandlung. Wenn man jetzt hier mal bei mir reinguckt, im Moment bin ich bei 7, das hat man ja auch schon beim Multiplikator hier oben gesehen. Jetzt ist es schon recht teuer, das würde ich jetzt schon nicht mehr empfehlen, hier noch zu verhandeln. Aber es ist wirklich sehr, sehr günstig am Anfang mit ein oder zwei Gütern pro Vorkommen zu verhandeln und eben mal schnell die doppelte Menge an Sieg- oder Fortschrittspunkten zu bekommen. Genau, so viel zum Verhandeln. Man kann natürlich auch bis 3 pro Gut gehen oder bis 4 pro Gut, je nachdem, wie viel Güter man so übrig hat. Wenn ich jetzt die Auswahl hätte, ich habe relativ wenig Güter in der arktischen Zukunft, relativ, wie gesagt, ich habe nur noch 3.400, und in der ozeanischen Zukunft ist alles so knapp an den 10.000. Bin ich halt eher dazu geneigt, in der ozeanischen Zukunft zu handeln, weil ich auch über meine Burg und andere Dinge eben auch gut Güter reinbekomme. Wenn ich aber dazu gezwungen bin, eben auch arktische Zukunft Güter zu handeln, wird es schwierig. Dann
kämpfe ich lieber. So. Nächstes Thema ist Rücksetzen von Zermürbung. Das ist immer 0 Uhr. Und dieses Zurücksetzen der Zermürbung sollte man halt insbesondere für das Handeln nutzen. Bin ich der Meinung? Außerdem lohnt es sich, beispielsweise um wirklich um 0 Uhr ein Team zu organisieren, das dann heftig zuschlägt und möglichst die Sektoren im Zentrum holt. Denn gerade ab 0 Uhr und dann über die Nacht ist es schon oft so, dass sich die gegnerischen oder dass sich die Gegner dann nicht in der Lage sind, nach 4 Stunden das wiederzuholen, weil, oder nach 5 Stunden, je nachdem, wiederzuholen, weil eben da noch geschlafen wird. Also das wäre dann halt irgendwie zwischen 4 und 5 Uhr morgens. Und dann hält man diese Sektoren in der Mitte einfach ein bisschen länger, wenn man sie in der Nacht geholt hat. Und deswegen empfiehlt es sich eben, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, um dann in der Nacht möglichst schnell möglichst viele Sektoren zu holen. So viel zum Zurücksetzen der Zermürbung und zum strategischen Vorgehen in der Richtung. Dann das Thema Minimieren von Zermürbung. Es gibt ja verschiedene Gebäudetypen und ein Gebäudetyp, was die Zermürbung minimiert, ich suche es gerade, sind diese Belagerungslager. Die verringern jetzt die Zermürbung um 24%. Es gibt zudem noch diese Türme, wie heißen die? Wachtürme, die verringern die Zermürbung um 8%. Und hier kann man dafür sorgen, dass man eben mehr Kämpfe machen kann, indem man die Zermürbung generell verringert. Und das geht so weit, dass man die Zermürbung bis auf 0 senken kann, wenn man jetzt zum Beispiel Sektoren hat wie diese hier, wo einfach mal 4 Belagerungslager drin stehen, hier in diesen beiden. Wenn man jetzt hier diesen Sektor angreifen würde, dann würde man eine Zermürbungsreduktion von 96% haben und das ist immens. Und glücklicherweise ist es aktuell 22 Uhr. Und dieser Sektor würde uns quasi kurz vor 0 Uhr zur Verfügung stehen zur Übernahme mit minus 96% Zermürbungsfaktor. Zumindest solange die Gilde Twist of Fate sich nicht entschließt dazu, diese beiden Sektoren von uns einzunehmen. Dann gibt es aber auch das Gegenteil, die Steigerung der Zermürbung. Und zwar durch Fallen und Köder. Wir haben uns mit anderen Gilden hier in diesem Kampf abgesprochen, dass wir, also mit allen anderen Gilden, die hier teilnehmen, dazu abgesprochen, dass wir keine Fallen und Köder einsetzen. Und deswegen haben wir diesen Fall eben einfach nicht, dass die Zermürbung erhöht wird. Das kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr euch mit den Gilden unterhaltet und euch darauf einigt, wie ihr die Gildengefechte spielen wollt. Da könnt ihr nämlich durchaus alle davon profitieren, denn die einzelnen Spieler können einfach wesentlich mehr kämpfen, wenn ihr keine Köder und Fallen aufstellt und dadurch auch viel mehr persönlichen Gewinn aus den Gildengefechten ziehen. Also mehr Forgepunkte, mehr Diamanten, mehr Güter und mehr Einheiten und natürlich diese Punkte für diese Ehrenstatue. So, nächster Punkt ist Sektoren erst kurz vor der vollen Stunde erobern. Ja, die volle Stunde ist gerade um. Leider konnte man das jetzt nicht sehen, aber wir hatten, glaube ich, diesen Sektor bis kurz vor der Stunde noch nicht erobert. Also D2S. Und der wurde kurz vorher eingenommen. Was bringt das für einen Vorteil? Es bringt uns einfach, dass wir wahrscheinlich diesen Sektor mehr als
vier Abrechnungen halten können. Also der Sektor ist ja jetzt für die nächsten 4 Stunden geschützt und niemand anderes kann in diesen Sektor einnehmen. Und das heißt, wir können für vier Abrechnungen diese 102 Punkte sicher einkassieren pro Stunde. Und wenn man so einen Sektor eben ganz kurz vor der vollen Stunde holt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man auch die fünfte Abrechnung einkassieren kann, da die angreifende Gilde den Sektor nicht vor dem Stundenablauf holen wird. Und deswegen empfiehlt es sich immer, erst kurz vor der vollen Stunde Sektoren einzunehmen. Das zum Erobern von Sektoren erst zur vollen Stunde. Jetzt ist mir noch eine andere Sache aufgefallen, und zwar überhaupt die Nummerierung der Sektoren. Es gibt ja dieses D1, D2, D3, D4. Und es folgt einer relativ klaren Strategie. Das kann ich mal kurz skizzieren. Es gibt einfach, alle Sektoren sind in vier Bereiche aufgeteilt. Den Bereich A, das ist dieses Viertel hier, dieses Kuchenstück im Nordosten. Das ist alles komplett der Bereich A. Und je weiter man nach innen geht, desto weiter gehen die Zahlen zur 1. Also 1 ist der innere A1, die beiden äußeren sind A2, die dritten in der dritten Reihe sind alle A3 und die in der vierten Reihe sind alle A4. Außerdem haben die immer einen unterschiedlichen Anfangsbuchstaben. Also A4 hat auf jeder Ebene, auf jeder Sektor hat einen unterschiedlichen Anfangsbuchstaben. Ihr könnt also, wenn ihr einen bestimmten Sektor zur Eroberung festlegen wollt, immer sicher sagen A4H und jeder müsste diesen Sektor dadurch identifizieren können, weil es gibt keinen anderen A4, der mit H beginnt. Alle anderen beginnen mit anderen Anfangsbuchstaben. Im Zentrum gibt es jeweils nur einen Sektor im A-Bereich. Deswegen kann man hier eigentlich komplett auf den Buchstaben verzichten. Man muss einfach nur A1, B1, C1 oder D1 sagen. Das hier ist dementsprechend der Bereich B, dieses Viertel. Dieses Viertel ist der Bereich C und das letzte Viertel ist der Bereich D. So viel zur Beschriftung. Dann das Thema Sektoren abtrennen. Man hat ja in den Gildengefechten keine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Also wenn ein Sektor angegriffen wird, kann man nichts dagegen tun, dass dieser auch erobert wird. Nicht direkt zumindest. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man einen angrenzenden Sektor erobert oder den angrenzenden Sektor erobert, der den Fortschritt komplett zunichte macht. Angenommen, die Roten, das ist jetzt eine theoretische Annahme, weil wir nicht rot sind, aber nehmen wir an, wir haben irgendwie wir mögen die Roten und deswegen wollen wir, dass die Roten. Oh, nee, Quatsch. Wir mögen die Gelben und deswegen wollen wir nicht, dass die Roten diesen Sektor einnehmen. Und wir sehen, okay, in 2 Stunden und 40 Minuten wird dieser Sektor hier entsperrt. Und deswegen setzen wir uns zusammen und sagen, okay, in 2 Stunden und 44 Minuten treffen wir uns und erobern diesen Sektor. Und wenn der Status dann noch hier in diesem Bereich wäre und die Roten es noch nicht geschafft hätten, diesen Sektor fast vollständig zu erobern oder vollständig zu erobern, dann könnten wir durch die Eroberung dieses Sektors den kompletten Fortschritt der Roten auf dem gelben Sektor zunichte machen, weil wir im Prinzip den Zugang zu einem roten Sektor abtrennen würden. Man kann immer nur angrenzende Sektoren erobern. Also wir können jetzt nur alle Sektoren erobern, die an unser Gebiet grenzen. Das sind jetzt hier zum Beispiel dieser Sektor und dieser Sektor. Hier wurde auch gerade angefangen von meiner Gilde.
Und wir können hier eben nur diese beiden Sektoren erobern. Von hier aus können wir gar nichts erobern, da ist nämlich alles gesperrt, die sind alle noch geschützt. Und von hier aus können wir auch nicht erobern, weil das ist der Heimatsektor der Roten. Also uns stehen jetzt eigentlich nur diese drei Sektoren zur Eroberung zur Verfügung, also A1, A2T und B3V. Andere können wir im Moment nicht erobern. Anderes Beispiel. Man könnte uns jetzt hier den Fortschritt bei A1M zunichte machen, indem man diesen Sektor holen würde, D1B. Dann würde hier der komplette Fortschritt verloren gehen, wenn eine Gilde sich entschließt, D1B zu holen. Und da das schlecht wäre, schreibe ich mal eben, dass A1M vorbereitet werden soll. Ja. Ich hoffe, das war verständlich. Das ist das Thema Sektoren abtrennen. Dann komme ich zum Punkt gegnerische Einheiten auswechseln. Das kann ich jetzt hier sehr schön demonstrieren. Ich habe jetzt eine Zermürbungsrate von 35, was schon relativ hoch ist. Wenn ich jetzt hier angreifen würde, dann hätte ich dieses Team hier als gegnerisches Team vor mir. Das sind jetzt hier drei Medusen, drei Nautilus und zwei Oktopod. Das merken wir uns jetzt mal. Man muss hier nicht durch. Ja, wenn man jetzt irgendwann sagt, okay, das schaffe ich nicht, ich kann dieses Team nicht mehr be besiegen, dann kommt man trotzdem weiter. Und zwar immer dann, wenn man noch mindestens einen weiteren Sektor zur Verfügung hat, wo man das gegnerische Team auswechseln kann. Wenn ich jetzt nämlich hier angreifen würde, wo einfach nur 8 Nautilus als Gegner feststehen, ich werde das jetzt mal probieren und ich hoffe, ich versage nicht, wechselt sich dieses Team hier aus. Da stehen hier dann nicht mehr die 3 Nautilus, die 3 Medusen und die 2 Oktopod als Gegner, sondern das gegnerische Team wird komplett gewechselt. Gut, wenn ich jetzt hier das mal durchziehe, ich hoffe, es klappt. Ja, verlustreich, aber for the show. Seht ihr, das Team hat sich geändert. Das heißt, ich habe eine andere gegnerische Aufstellung, gegen die ich vielleicht wieder ankomme. Und das ist ein Trick, wie man weiterkämpfen kann, obwohl man eigentlich nicht mehr in der Lage ist, ein Team zu besiegen. Wenn ihr das macht, könnt ihr die Aufstellung ändern und dementsprechend vielleicht eine günstigere Aufstellung der Gegner hier bekommen und dadurch weiterkämpfen an der Stelle. Das ist eine Sache. Positionierung, das gegnerische Team auswechseln. Das macht man so. Worauf man auch achten sollte, und hier haben wir auch wieder einen günstigen Fall, ist die Positionierung der gegnerischen Einheiten. Wenn ich jetzt hier nämlich auf Angreifen drücke, dann gibt es zwei Einheiten, die zufällig im Feld verteilt werden, und das sind die Medusen. Es gibt absolut keinen Nachteil, hier jetzt auf Abbrechen zu drücken und auf Aufgeben zu drücken und diesen Angriff einfach nochmal neu zu starten. Es kann aber einen großen Vorteil geben, und diesen sehen wir ja auch gerade. Und zwar, dass sich zum Beispiel diese beiden Medusen direkt nebeneinander positionieren. Und da ich in der ozeanischen Zukunft bin und über Schildgeschütze verfüge, hat es für mich den entscheidenden Vorteil, jetzt diese beiden Medusen mit einem Schuss zu entschärfen. Weil nämlich diese Schildgeschütze eine Streuung haben und
diese Streuung eben dafür sorgt, dass auch benachbarte Einheiten angegriffen werden. Und durch diesen ja, praktischen Vorteil lohnt es sich, auf die Positionierung der gegnerischen Einheiten zu achten und dementsprechend vielleicht manchmal hin und wieder einen Angriff neu zu starten. Und eben dann, wie jetzt in meinem Fall, einfach mal komplett ohne einen Schaden dabei rauszukommen. Weil man einfach das Team, die Aufstellung des Gegners so positioniert hat, dass sie für einen ideal läuft. Anderes Beispiel. Okay, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir schnell sein. Schreibe ich nochmal. Und TOF sind wirklich verdammt stark und deswegen ist jetzt hier durchaus ein bisschen Panik gefragt. Und da sollte ich jetzt auf jeden Fall auch mithelfen, auch wenn wir hier gerade in dieser Ausnahmesituation sind. Aber dann habt ihr ja auch mal, könnt auch mal ein bisschen zuschauen, wie man so einen Gildengefechtskampf machen kann. An der Stelle, wo ich aktuell bin, versuche ich zügig durchzukommen, aber ich mache keinen Autokampf mehr, weil einfach die Zermürbung zu hoch ist. Da sind die meine Verluste zu hoch. Das lohnt sich an dieser Stelle nicht mehr. Ich nutze einfach die Gegebenheiten hier. Ja. Ich ziehe auch mit den Schildgeschützen näher dran, weil die. Ja, sehr gut. Weil die Aale auch angreifen können. Im Gegensatz zu Drohnen. Die sind ja für Schildgeschütze nicht angreifbar. Jetzt ist es soweit vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch darauf achten, den Sektor zu holen, bevor TOF diesen Sektor holt. Gut. Soweit zu diesem Thema. Positionierung gegnerischer Einheiten. Als letztes komme ich zum Thema Einsatz von Diamanten. Für das Aufbauen von Gebäuden kann es hilfreich sein, Diamanten einzusetzen, um einfach die Produktion von den Gebäuden schnell abzuschließen. Wenn ihr jetzt hier, naja, ein Belagerungslager aufbaut oder hier zum Beispiel einfach, schauen wir mal beim Außenposten ganz oben, ihr bräuchtet 5 Stunden, bis dieser aufgebaut ist. Und das ist einfach viel zu lang in vielen Fällen, weil innerhalb von 5 Stunden einfach so ein Sektor schon weg sein kann. Weil eben ein Sektor auch nur einen Schutz von 4 Stunden hat, wenn er gerade frisch erobert ist. Wie man jetzt bei dem Sektor sieht. Jetzt haben wahrscheinlich zu viele gleichzeitig draufgehauen und deswegen wurde der jetzt direkt erobert. Wir hätten natürlich noch warten können bis, ja, kurz vor einer vollen Stunde. Man sieht es ja auch hier. Die volle Stunde ist erst in 42 Minuten erreicht. Also es war jetzt eine ungünstige Eroberung. Also wir hätten warten können, entweder bis kurz vor der vollen Stunde oder bis kurz bevor TUF diesen Sektor erobern. Einsatz von Diamanten kann also sehr hilfreich sein, um bestimmte Gebäude aufzustellen und diese schnell zu nutzen. Wir haben jetzt hier keine Gebäude mehr gebaut, weil es sich einfach für uns nicht mehr lohnt. Hier sind 2 Belagerungslager drin. Deswegen haben wir jetzt hier einen Vorteil von
48% bei der Eroberung von A2T, eben keine Zermürbung zu erhalten. Aber manchmal, also wir haben jetzt diese Gebäude hier schnell oder direkt bekommen als Folge der Eroberung. Die wurden meines Wissens, können wir nochmal gucken. Genau, die wurden nicht aufgebaut. Das würde man im Log sehen, im Logbuch, ob die aufgebaut wurden von uns. Aber die wurden nicht aufgebaut. Wir haben die beiden Belagerungslager einfach bekommen, indem wir den Sektor erobert haben und Twist of Fate, TOF, diese beiden Gebäude nicht abgerissen hat. Ja. Man kann die halt kurz vor der Übernahme abreißen. Kann man als taktisches Mittel nutzen, dass eben der Gegner nicht die Chance hat, die Gebäude zu übernehmen. Wie ihr vielleicht wisst, es gibt die Chance von 50%, dass die Gebäude stehen bleiben. Und wir hatten in diesem Fall einfach zweimal Glück und haben beide Belagerungstürme bekommen. Ja, so viel zu diesem kleinen Gildengefechte-Exkurs. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, ich habe nicht ganz so viel geäht. Habe ich aber ganz sicher. Und ich hoffe, es war auch hilfreich. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß in den Gildengefechten und bei Forge of Empires.